Stell dir vor, um an deinen Crush ranzukommen, müsstest du ihre Ex-Freunde verdreschen. Also praktisch so wie auf einer russischen Hochzeit. Nach einer unglücklichen Beziehung lebt der Kanadier Scott Pilgrim mit seinem schwulen Mitbewohner in einer WG, spielt in einer Band und datet ein minderjähriges Mädchen. Als die Amerikanerin Ramona Flowers in sein Leben tritt, verliebt er sich. Leider muss er zuerst an ihren 7 teuflischen Ex-Lovern vorbei, bei dem einer schräger ist als der andere. Ramona wird hier sehr schnell zum Fanliebling, weil sie als das coole Mädchen von nebenan beschrieben wird, das ihre Haarfarbe dauernd wechselt und einen verdammten Hammer als eine Waffe hat. Einen verdammten riesigen Hammer, Mann! Aber auch durch die Performance von Mary Elizabeth Winstead im Film habe ich angefangen, den Charakter wirklich zu lieben. Scott dagegen ist aber ein typischer Gamer, Tagträumer und Anime-Fan und daher sind das zwei äußerst seltsame Menschen, die eben ein seltsames Paar bilden. Kommen wir zu meinem Lieblingshelden Daredevil, aka Matt Murdock, und dessen Beziehung zum weiblichen Geschlecht. Im Laufe der Jahre hatte er schon diverse Liebschaften, aber diese endeten meist eher makaber mit dem Tod. Dem ehemaligen Prügelknaben des Marvel-Universums war es einfach nicht vergönnt, glücklich zu werden, und so wurde die eine Liebste vom Bullseye aufgespießt, die nächste hat sich erhangen, dann wurde wieder eine vom Bullseye getötet und schlussendlich landete eine auch in der Psychiatrie. Ihr seht, Matt Murdock findet zwar durchaus Liebe, nur nie wirklich lange. Die Sache ist nur die, dass mein absolutes Lieblings-DC-Pairing überhaupt nicht in irgendwelchen Comics existiert. Nani? Ich rede von Power Girl und Batwoman. Meine, wow, was für eine Kombination. Wir sind die weiblichen Versionen von Batman und Superman, nur charakterlich vollkommen anders. Batwoman ist halt ein sehr ernster Charakter. Power Girl ist eher ein bisschen lockerer und spaßiger und das würde sicher eine interessante Dynamik in die Beziehung bringen. Ich hab's genau vor mir. Ich hab diese ganze Beziehung der beiden genau vor mir und ich wünschte echt, DC würde das mal bringen. Aber wahrscheinlich wird es nicht passieren. Von Batwomans Seite wäre es halt theoretisch möglich, weil sie lesbisch ist, aber bei Power Girl wurde halt noch nicht mal irgendwie mal angedeutet, dass sie auf Frauen stehen könnte. Das macht mich, ja, das macht mich sehr traurig. Als nächstes hätten wir Why the Last Man. Um das Paar jetzt vorzustellen, müsste ich glaube ich etwas die Handlung spoilern. Die Welt ist am Arsch, denn alle Lebewesen mit einem Y-Chromosom sind tot. Außer einem, Yorick Brown. Er begibt sich auf eine Reise nach Australien, um seine Verlobte Beth zu finden. Seine Mutter, eine Politikerin, gibt ihm den Auftrag unterwegs, eine Wissenschaftlerin aufzugabeln, die vielleicht das Rätsel lösen kann. Und begleitet wird er dabei von Agentin 355. Naja, dass der Protagonist Yorick Brown und die Agentin 355 zusammenkommen, ist von Anfang an eigentlich recht klar. Nur auf dieser Reise hin wechselt er immer wieder die Partnerin, während sie am anderen Ufer fischt. Oh, yeah! Wie es üblich ist bei solchen Geschichten, können beide sich am Anfang gar nicht ausstehen. Aber währenddessen sie den Babysitter für ihn spielt, muss er lernen, erwachsen zu werden, sie dagegen aber das Leben zu genießen. Zu aller Überraschung erfährt der Leser in der finalen Storyline, Beth wollte damals am Telefon mit Yorick Schluss machen, als er ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Yorick, am Boden zerstört, erkannte, dass seine Reise umsonst war, dass die Frau, die er so lange gesucht hatte, die ganze Zeit neben ihm war. Wow, da kommt die Kotze mir hoch. Eines der bekanntesten Pärchen von Marvel, wenn nicht sogar das bekannteste, bilden Peter Parker und Mary Jane. Es mag zwar einige Spider-Man-Fans geben, die Beziehung mit Gwen Stacy als wichtiger einstufen, aber sein Verhältnis mit MJ ist einfach mal was ganz Besonderes. Nicht nur, dass man hier eine recht frische, junge Liebe sieht, welche immer wieder vor diverse Probleme gestellt wird, sondern sie erlangte auch außerhalb der Comics mediale Aufmerksamkeit. Im Zuge der Hochzeit der beiden, beispielsweise in den Comics, gab es diverse Zeitungsartikel und das Ganze wurde auch groß mit einer echten Trauung gefeiert. Dafür gibt es auf jeden Fall den Win der Woche. Das nächste Pairing existiert aber wirklich. Ich will ja auch nicht noch mehr Ärger mit Katz bekommen. Jedenfalls rede ich von Carol Ferris und Kyle Rayner. Ich bin absolut kein Fan von diesem Carol und Jordan Pairing, weil die Beziehung der beiden hat nie funktioniert und im Endeffekt lief es immer darauf hinaus, dass er wieder bei ihr angekrochen kam und nach einer Chance gebettelt hat, die er auch unverständnisvollerweise von ihr bekommen hat. Am Ende war sie halt immer unglücklich, weil er sie vernachlässigt oder wie Scheiße behandelt hat und immer wieder Schluss. Jedenfalls kam in der Green Lantern New Guardians Reihe aus dem New 52 sie und Kyle zusammen. Kyle ist ein sensibler und emotionaler Typ, der einfach weiß, wie man eine Frau behandelt. Und ich denke mal, das ist jemand, mit dem Carol wirklich glücklich werden kann. Eines meiner absoluten Lieblingspaare von Marvel ist das grüne Pärchen Hulk und Jamala.
Hä? Eine recht tragische Romanze, die vielen heute gar nichts mehr sagt. Grund dafür ist, dass es sich hierbei um ein Konzept handelt, das in den 60ern bzw. 70er Jahren immer mal wieder aufgegriffen wurde. Die Ausgangsidee war, dass Hulk geschrumpft wird und in einer mikroskopischen Welt auf die grünen Einheimischen trifft und sich dabei in deren Königin Jarella verliebt. Und man wünscht sich vielleicht sogar, dass der Hulk hier seinen Frieden findet, aber er ist leider nicht dazu berufen, glücklich zu sein, und so werden er und Jarella mal wieder getrennt. Diese episodenhafte Liebe, die sich über Jahre erstreckt, bekam sogar eine Würdigung in Form einer What-If-Ausgabe. Für Susie ist es schwer, den Richtigen zu finden. Sie besitzt die Fähigkeit, die Zeit anzuhalten mit einem Orgasmus. Doch eines Tages trifft sie John. Dieser besitzt dieselbe Fähigkeit. Beide kommen sich sehr schnell näher und beschließen, gemeinsam Banken auszurauben. Sie fügeln sich dabei durch und stellen allen möglichen Unsinn an. Genau wie jedes Paar haben sie auch sie ihre Höhen und Tiefen. Doch am Anfang der Geschichte ist es diese neue Welt. Es geht erstmal darum, ihre Kräfte zu erforschen. Und sobald sie alle denklichen Fetische und Stellungen ausprobiert haben, fängt die Beziehung an zu wackeln. Trotz vieler Hürden kommen aber die beiden immer und immer wieder zusammen, oder wie Susie es umschreibt, this guy, this f***ing guy. Die Rede ist von Harley Quinn und Poison Ivy, zwei schwierige Frauen, denen schlimme Dinge im Leben passiert sind und die so schon nicht viel Schönes im Leben haben. Und deswegen ist es halt toll, die beiden in einer Beziehung zu sehen, weil sie tun sich einfach gegenseitig gut und trotz sie vom Charakter so unterschiedlich sind, ergänzen sie sich auch super. Aber so im regulären DC-Universum traut man es sich nicht mit den beiden. Man kriegt zwar immer so Andeutungen oder auch Geschichten mit den beiden, ich würde auch meinen, dass es schon sehr offensichtlich ist. Da gab es in Harley Quinn Rebirth Ausgabe 2 eine sehr schöne Geschichte mit den beiden gegen Ende, wo man das auch immer aufgegriffen hat, aber auch da wurde gesagt, so Pairing, nee. Jedenfalls geben Harley und Ivy ein wunderschönes Pärchen ab und ich hoffe, dass wir davon in Zukunft noch viel mehr sehen werden.